Wir haben vom Bock hinten haben wir eine Zubringerleitung, ungefähr 400 Meter zubergelegt und haben uns die Feuerwehr Bad Hall zur Unterstützung geholt. Ja, es war ein Artenschutztrupp in Einsatz. Es hat der Trupp einen erkundet, ist in Dachboden vorgegangen, aber wir haben nicht rein können wegen Einsturzgefahr, aber wir haben einmal Lager erkundet, wo der Brandherd ist und somit mal festgestellt, wo wir löschen können. Nein, es waren keine Personen im Objekt, weil Gott sei Dank das Haus leer steht. Der Besitzer ist auch dann gleich gekommen, zumindest der Angehörige, und hat gesagt, dass keine gefährlichen Stoffe drin sind oder sonst irgendwas. Und wir haben dann das gut löschen können. Jetzt kommt dann Rückgewogen von einem Feuerwehrkameraden und wir schauen dann, dass wir das doch abräumen können. Ja, ist eine Herausforderung, aber wir haben das Gott sei Dank schon erkannt, weil vor 20 Jahren ist einmal eine Überflutung da gewesen, darum kennen wir das Objekt relativ gut. Die Brandermittler kommen dann auch noch und wir schauen, dass wir den Einsatz dann gut bewältigen.